Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte in den beiden letzten Predigten über Gnade und Gesetz gesprochen. Und ich hatte bereits die Tatsache erwähnt, dass, obwohl wir unter der Gnade sind, dies keineswegs bedeutet, dass wir nicht mehr das Gesetz zu halten haben. Nun, es geht mir hier um das Gesetz der 10 Gebote, ein geistliches Gesetz, wie Paulus sagt, und die Rechtsvorschriften und Satzungen, die 10 Gebote näher beschreiben. Nun, die Frage kommt hin und wieder auf, ja, was für Gesetze müssen wir heute denn da noch halten? Welche alttestamentlichen Gesetze sind heute noch gültig und welche sind nicht mehr gültig? Darauf werde ich in künftigen Predigten eingehen. Aber hier ein Wort zur Vorsicht. Versuchen Sie nicht irgendwie Listen herzustellen und zu sagen, also dieses Gesetz ist noch gültig, dieses Gesetz ist nicht mehr gültig, ja, nein, vielleicht. Es geht auch darum, dass alttestamentliche Gesetze dem Sinne nach zu halten sind, selbst wenn möglicherweise die physische Anwendung solcher Gesetze nicht mehr notwendig ist. Ansonsten machen Sie den Fehler, wie das viele Pharisäer gemacht haben, die sich hier ganz großartige Listen hergestellt haben und Christus sagte, ihr betet Gott keineswegs in der Wahrheit an und im Geist. Auch viele der messianischen Juden heute machen diesen großen Fehler, dass sie versuchen aufzustellen, was genau alles noch zu halten ist und dabei aber übersehen, dass Paulus sagte, dass wir das Gesetz dem Geiste nachhalten und nicht den Buchstaben nach. Das bedeutet allerdings keineswegs, dass man dann den Buchstaben übertreten kann von Gesetzen, die nach wie vor gültig sind. Es ist also nicht so einfach, wie es einige sich so vorstellen, und wir werden die Prinzipien in weiteren Predigten erörtern, die uns klar und deutlich zeigen, welche Gesetze noch gültig sind und anzuwenden sind heute und welche nicht mehr. Aber mir geht es heute jetzt in dieser Predigt darum, Ihnen zu zeigen, dass Gnade das Gesetz keineswegs aufhebt, sondern im Gegenteil, wie wir das bereits gesehen haben, dass Gnade uns in Zucht nimmt, das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, dieses geistliche Gesetz, zu halten. Ein fundamentaler Ausdruck, eine fundamentale Aussage findet sich im Johannesevangelium, im Bericht des Johannes, und zwar im 3. Kapitel. Johannes Kapitel 3 und Vers 36. Johannes Kapitel 3 und Vers 36. Schauen wir uns einmal an, was hier gesagt wird. Eine sehr wichtige Aussage, wie ich sagte. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, und das ist Jesus Christus, der uns dies hier sagt. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Nun, was ist damit zu verstehen? Und was ist darunter zu verstehen? Genügt der theoretische Glaube an Christus, genügt es also, dass man sagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn war? Hat man damit bereits schon das ewige Leben? Keineswegs. Schauen Sie, es gibt theoretischen und es gibt praktischen Glauben. Jakobus sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Der Glaube, von dem Christus hier spricht, ist ein Glaube, der sich durch Werke unter Beweis stellt. Mit anderen Worten, es ist Glaubensgehorsam, von dem Christus hier spricht. Und wenn man Christus gehorcht, wenn man Gott gehorcht und wenn man seine Sünden bereut, wenn man die Vergebung der Sünden erhält, wenn man das Opfer Jesu Christi annimmt, dann erhält man, wenn man getauft wird, die Gabe des Heiligen Geistes und damit Anwartschaft auf ewiges Leben. Solange wie der Heilige Geist in uns ist, haben wir in diesem Sinne ewiges Leben. Aber Christus fährt fort, Folgendes zu sagen. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, schauen Sie, darum geht es. Es geht nicht nur um theoretischen Glauben, es geht um Gehorsam. Also wer dem Sohn Gottes nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, das ewige Leben. Er wird es nicht ererben, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Schauen Sie, viele möchten nichts vom Zorn Gottes hören. Die meinen, Gott ist doch ein Gott der Liebe, der kann doch nicht zornig sein. Warum sollte Gott zornig sein? Nun, sie übersehen, dass Gott sehr wohl ein Gott der Liebe ist, aber er ist zornig darüber, wenn wir seine Gebote nicht halten, wenn wir sie mit den Füßen treten, wenn wir seinen Sohn, den er uns sandte, weil er die Welt so geliebt hat, mit Füßen treten. Er wird zornig darüber. Und Christus sagt selbst, der Zorn Gottes bleibt über einem Menschen, der, obwohl er die Wahrheit erkannt hat, gleichwohl Gott nicht gehorchen will. Es wird viel von dem Zorn Gottes im Neuen Testament
gesprochen, natürlich auch im Alten Testament. Aber schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 3 an. Matthäus Kapitel 3, angefangen in Vers 7. In Matthäus Kapitel 3 und in Vers 7 findet sich ebenfalls eine Bezugnahme auf den Zorn Gottes. Da heißt es hier, Matthäus Kapitel 3, angefangen in Vers 7. Und das ist eine Aussage, die von Johannes dem Täufer getroffen wird. Der sagt da Folgendes, als die Menschen zu ihm kamen, um sich von ihm taufen zu lassen. Es war so da Gewohnheit geworden, Sitte geworden. Alle kamen, die wollten sich taufen lassen. Und da kamen dann auch einige, die keineswegs bereit waren, sich taufen zu lassen, geistlich gesehen. Aber die kamen eben, um eine Show abzuziehen, sozusagen. Und das heißt hier, als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, Vers 7, da sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Also auch hier wiederum eine Aussage, die sich auf den Zorn Gottes bezieht, den man entrinnen kann, aber auf richtige Weise. Er sagt uns hier einen Weg. Sehe zu, in Vers 8, bringt rechtschaffene Frucht der Buße oder besser der Reue, der Umkehr. Man muss also seine Umkehr unter Beweis stellen, dadurch, dass man rechtschaffene Frucht bringt. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir sehen hier einen Vergleich zwischen dem Zorn Gottes und ins Feuer geworfen werden. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, zur Reue. Der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Aber wir wollen nicht die Feuertaufe hier erhalten, das ist die Taufe einer Situation, wo man dann ins Feuer geworfen wird, um verbrannt zu werden. Auch das wird Jesus Christus tun. Diejenigen, die sich weigern, absolut weigern, obwohl sie alle Kenntnisnahme haben, den Heiligen Geist zu erlangen oder den Heiligen Geist verleugnen, ihm nicht gehorsam sind. Vers 12, hier wird erklärt, was mit der Taufe mit Feuer gemeint ist. Einige meinen, es sei eine Feuertaufe, die man so zu Pfingsten erhalten hätte. Das ist keineswegs damit gemeint. Es heißt hier, er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen. Das ist mit der Taufe mit Feuer gemeint. Er wird sie verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Kein Mensch kann dieses Feuer auslöschen. Nun, es wird vergehen, wenn nichts mehr da ist, das es ernähren kann. Also Jesus Christus warnt uns, oder hier Johannes der Täufer warnt uns, dass wenn wir keine Früchte der Reue bringen, wenn wir unsere Reue in unserem Leben nicht manifestieren, es dazu kommen kann, dass durch den Zorn Gottes, der nach wie vor über uns bleibt, wir mit unauslöschlichem Feuer verbrannt werden könnten. In Lukas Kapitel 3 wird noch mehr hierzu gesagt. Lukas Kapitel 3, angefangen in Vers 7. Lukas Kapitel 3 und Vers 7. Auch hier wiederum wird etwas gesagt, was Johannes der Täufer zu der Menge sagte, aber schauen wir uns hier noch einmal näher an, was noch hier erwähnt wird. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Reue, wie es heißen sollte, und nehmet euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus den Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also das ist das, was wir eben schon im Matthäus-Bericht gelesen haben. Aber hier wird jetzt noch hinzugefügt. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn tun? Die wussten, die mussten was tun. Es ging nicht nur um theoretischen Glauben. Es ging nicht nur darum, Reue zu bekennen. Die mussten etwas tun. Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Die Liebe wird hier angesprochen,
die sich um das Wohlergehen des anderen kümmert, die nicht nur ich-bezogen ist, nicht nur auf sich selbst blickt, auf seine eigenen Interessen. Und wer zu essen hat, sagte er, der tue ebenso. Mit anderen Worten, der gebe dem zu essen, der nichts hat. Es kamen aber auch die Zöllner, Vers 12, um sich taufen zu lassen. Und die sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Und die Zöllner, die hatten einen sehr schlechten Ruf, natürlich auch deshalb, weil sie zunächst einmal Steuern eintrieben und dann natürlich nicht in ehrlicher Weise. Und er sprach zu ihnen, Vers 13, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist, denn das war der ihr Problem. Und da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Das waren Legionäre im römischen Dienst, die konnten nicht aus der Armee heraus. Die waren also Zeit ihres Lebens da drin, aber wie sollten sie sich jetzt verhalten? Und so sagt jetzt Johannes der Täufer denen, er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht. Also wenn es hier jetzt um Gewalt geht, wenn sie jetzt dazu aufgefordert würden, einen Befehl erhalten würden, Gewalt anzuwenden gegen andere, das durften sie nicht tun, sagt Johannes hier, selbst wenn das ihren Kopf kosten würde. Also er sagt, tut niemandem Gewalt an oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Vers 15. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus sei, der Messias, da antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und auch hier sagt er jetzt in Vers 17, in seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Also auch hier wird deutlich gemacht, was mit der Taufe gemeint ist, die nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist ist. Er wird sie mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Auch hier wiederum eine Beziehung hin zu dem Zorn Gottes, der über uns ist, wenn wir nicht bereuen, wenn wir Gott nicht gehorsam sind. Nun, in Matthäus Kapitel 23 wiederholt Christus das, was Johannes der Täufer hier gesagt hat. In Matthäus Kapitel 23 und in Vers 33. Da fragt er nämlich hier auch wiederum die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut. Also ungefähr das, was Johannes auch gesagt hat. Ihr Schlangenbrut. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Also hier spricht er von der höllischen Verdammnis, dem Gehenna-Feuer. Das ist mit der höllischen Verdammnis gemeint. Nicht, dass man für alle Zeiten und Ewigkeiten in der Hölle jetzt gefoltert wird, leiden erdulden muss, sondern es geht um ein höllisches Feuer, das Gehenna-Feuer, das auch mit dem zweiten Tod, mit dem feurigen Pfuhl im Buch der Offenbarung beschrieben wird, dass diejenigen, die sich gegen Gott stellen, nachhaltig, unwiederbringlich verbrennen wird. Und er fragt hier, wie wollt ihr dieser höllischen Verdammnis, diesem Zorn Gottes, dem zweiten Tod entrinnen? Also es gibt eine Möglichkeit, dem zu entrinnen, aber er sagt, solange wie ihr die Haltung habt, die ihr habt, könnt ihr es nicht tun. Also es geht hier auch wiederum um den Zorn Gottes, der über den Menschen schwebt. Wenn jemand sich weigert zu bereuen, wenn jemand sich nachhaltig weigert zu gehorchen, wenn jemand nachhaltig die Auffassung vertritt, Christus nimmt mich so an, wie ich bin, ich brauche nichts zu tun in meinem Leben und er bekomme trotzdem das ewige Leben, erhalte es, der ist in großer Gefahr, wenn er die Wahrheit versteht. Und natürlich, wenn er den Heiligen Geist erlangt hat, nach der Taufe und dann abfällt, dann ist es nicht nur eine Gefahr, dann ist es eine unwiederbringliche Sache. Dann hat er den zweiten Tod vor Augen. Also die Warnungen in der Bibel sind klar und deutlich. Schauen wir uns einmal eine Stelle im Kolosserbrief an. Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3. Und lesen wir Vers 6. Kolosser Kapitel 3 und Vers 6. Er hat hier von den Dingen gesprochen, die wir als Christen nicht tun sollen. Er spricht hier von Unzucht, in Vers 5, von Unreinheit, von schändlicher Leidenschaft, von böser Begierde, von Habsucht, die Götzendienst ist. Und jetzt sagt er in Vers 6, um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams.
Also wenn man ungehorsam ist, dann lebt man in Unzucht, in Unreinheit, in schändlicher Leidenschaft, in böser Begierde, in Habsucht. Und dann kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Also auch das zeigt uns, dass man nicht sagen kann, das Gesetz Gottes braucht man nicht mehr zu halten, weil man jetzt unter der Gnade ist. Die Gnade hilft uns zu bereuen, wenn wir etwas Falsches getan haben und dann die Vergebung unserer Sünden zu erlangen. Die Gnade ist kein Freibrief zur Sünde, wie ich dies bereits schon mehrfach gesagt habe. Im 2. Thessalonikerbrief lesen wir noch mehr hierüber. 2. Thessalonicher Kapitel 1. Und lesen wir die Verse 6 bis 9. 2. Thessalonicher Kapitel 1 und die Verse 6 bis 9. Denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Viele sogenannte Christen sehen das anders. Die sagen, ja, das ist keineswegs gerecht bei Gott, Leute zu bestrafen. Aber so sieht das Gott nicht, so sieht das die Bibel nicht, so sieht das Paulus nicht, so sieht das Christus nicht, Petrus, Johannes. Nein, es ist gerecht bei Gott, sagt er hier, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, Vers 7, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns. Wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen. Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen oder kennen wollen und die nicht gehorsam sind. Auch hier geht es um Gehorsam. Dem Evangelium unseres Herrn Jesus, die werden Strafe erleiden. Wer wird Strafe erleiden? Wer wird den Zorn Gottes erdulden? Wer nicht gehorsam ist dem, was im Evangelium gesagt wird. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben, vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage, denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Und deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft. Also Gott wird es in uns vollenden, aber es geht auch um das Werk des Glaubens, keinen theoretischen Glauben, sondern etwas, das man tun muss. Damit, Vers 12, in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Alles dies geschieht aus Gnade, aus unverdientem Handeln heraus. Wir haben das nicht verdient, dass er uns gnädig ist. Aber er gibt uns diese Gnade, wenn wir ihm weiterhin gehorsam sind. Und wenn wir dann straucheln, können wir Vergebung unserer Sünden erlangen. Aber mit dem Vorsatz natürlich nicht weiter zu sündigen, nicht weiter in Sünde zu leben, sondern die Sünde im Fleisch zu überwinden. Mit Gottes Hilfe in uns. Also hier auch deutlich wird gesagt, dass wir gehorsam sein müssen. Nun, wir müssen verstehen, liebe Freunde, dass Gottes Zorn etwas ist, das sehr real ist. Es ist etwas, das man nicht ignorieren darf. Es ist etwas, das uns erwartet, wenn wir ihm ungehorsam sind. Die Bibel macht das so deutlich. Ich möchte kurz einmal einige Stellen aus der Offenbarung vorlesen, dem letzten Buch der Bibel, wo viel davon gesagt wird, viel von diesem Zorn die Rede ist. Er ist möglicherweise unpopulär in sogenannten christlichen Kreisen, die nichts vom Zorn Gottes wissen wollen, aber wir haben bereits gesehen, die Warnungen sind da. Johannes der Täufer sprach davon, Jesus Christus sprach davon, Paulus sprach davon. Hier Johannes spricht davon. Offenbarung Kapitel 6, die Verse 15 bis 17. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist zornig, weil die Menschen ihm und Gott dem Vater nicht gehorchen. Vers 17. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, Gottes Vaters und Jesu Christi. Und wer kann bestehen?
Das ist dieser Zorn, von dem bereits andeutungsweise die Rede war. Wenn Christus zurückkommt, wird er zornig sein darüber, dass die Menschen ihm nicht gehorchen, dass die Menschen Gott, den Vater, verleugnen. Lesen wir auch in Kapitel 11, Offenbarung Kapitel 11 und in Vers 18. Und die Völker sind zornig geworden und wir haben hier heute sehr viel Zorn bei den Völkern. Deswegen haben wir diese Kriege, diese Massenmorde, die stattfinden überall auf der Welt. Die Völker sind zornig geworden und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und zu vernichten, die die Erde vernichten. Vergeltung bei Gott. Die zu vernichten, die andere vernichten. Nun, das steht Gott zu. Das steht nicht uns zu. Wir haben keinerlei Befugnis, heute in irgendeiner Form dies zu tun. Aber wir sollen der Rache Gottes Raum geben, wie es heißt. Und Gott wird mit denen verfahren, die sich ihm nicht unterstellen wollen, die anderen Leid antun. Glauben wir nicht, dass jemand ungestraft andere verfolgen kann, ermorden kann und dann nicht dafür Rechenschaft abzulegen hat? Schauen wir uns auch eine weitere Stelle an, in Kapitel 14, Offenbarung Kapitel 14 und die Verse 9 und 10. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet, also diesen charismatischen, politischen und militärischen Führer, der noch in Europa erstehen wird, in der nicht zu fernen Zukunft, und sein Bild und nimmt das Zeichen auf seine Stirn oder an seine Hand, dieses Malzeichen des Tieres, die Ablehnung der Gebote Gottes und das Akzeptieren von heidnischen, falschen Ideen und Gesetzen. Der, Vers 11, wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Hier wiederum das Feuer. Hier wiederum der Zorn Gottes. Die werden Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie getan haben in diesem Leben. Und wir müssen uns natürlich darüber im Klaren sein, dass wir nicht in dieser Kategorie sein wollen. Schauen wir uns auch in Kapitel 15, Offenbarung Kapitel 15, Vers 1 an. Und ich sah ein großes Zeichen am Himmel. Das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes wird sein Ende finden, dann, wenn er diejenigen, die zu bestrafen sind, bestraft hat. Aber dieser Zorn wird noch ausgeschüttet werden über diese Erde. Lesen wir Vers 7. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch in Kapitel 16 und Vers 1. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Immer und immer wieder lesen wir vom Zorn Gottes. Im gleichen Vers, im gleichen Kapitel, Vers 19. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Scheinbar wird hier von Jerusalem gesprochen. Und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der großen Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist, der wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes. Also auch Rom, das für so viel Leiden verantwortlich war, seine Geschichte hindurch, wird dem Zorn Gottes nicht entgehen. Und dann lesen wir auch noch eine weitere Stelle in Kapitel 19. Offenbarung Kapitel 19. Und lesen wir Vers 15. Aus seinem Munde, aus dem Munde Jesu Christi, ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Er wird keine Kompromisse zulassen. Er wird keine Rebellion zulassen. Er wird keinen Ungehorsam mehr zulassen. Er wird sie regieren mit eisernem Stabe.
Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Jesus Christus wird dies tun. Jesus Christus kam als das Lamm Gottes, um für die Sünden der Menschen zu sterben, um sie von Sünden zu befreien, um ihnen einen Weg zu zeigen, die Sünde zu überwinden. Aber er wird zornig sein, wenn er zurückkommt, über die, die sich weigern, ihm zu gehorchen, die sich weigern, diesen Weg anzunehmen, die meinen, sie könnten auf ihre eigene Art und Weise, auf ihre eigene Fasson selig werden. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Das ist nicht das, was Christus gelehrt hat. Das ist nicht der Grund, warum er gekommen ist. Nein, er wird zornig sein und er wird den Zorn des Vaters im Himmel dann ebenfalls ausgießen über diese Erde. Aber schauen wir uns auf der anderen Seite 1. Thessaloniker an, Kapitel 1. 1. Thessaloniker, Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt, eine Umwandlung vorgenommen habt in eurem Leben, eine Änderung, Reue gezeigt habt, die Früchte der Reue manifestiert habt, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu denen dem lebendigen und wahren Gott, nicht mehr den Abgöttern, denen man zuvor gedient hatte, und zu warten, Vers 10, auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Also Jesus Christus, wenn er in uns wohnt, wenn sein Heiliger Geist in uns wohnt, dann wird er uns vor dem zukünftigen Zorn, der ausgegossen wird über diese Erde, erretten. Wir werden diesen Zorn nicht erleiden müssen. Aber auch hier wiederum wird von dem Zorn Gottes gesprochen. Also die Idee, es gäbe einen solchen Zorn Gottes nicht, die ist absolut unbiblisch, dämonisch. Sie stammt von Satan, dem Teufel, der uns sagt, wir können leben, wie wir wollen, und wir brauchen dafür keine Rechenschaft abzulegen. Die Bibel lehrt uns da etwas ganz anderes. In 1. Thessaloniker, Kapitel 5. Lesen wir Vers 9. 1. Thessaloniker, Kapitel 5 und Vers 9. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir sind nicht dazu bestimmt, den Zorn Gottes zu erleiden, sondern wir sind dazu bestimmt, das Heil zu erlangen durch den Namen Jesu Christi. Nun schauen Sie, meine lieben Freunde, meine Damen und Herren. Auch das ist etwas, was viele im Christentum nicht begreifen. Es gibt nur einen Namen, der den Menschen gegeben ist, durch den wir das Heil erlangen können, durch den wir selig werden können. Und das ist der Name Jesu Christi. Jesus Christus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott, es sei denn durch mich. Also alle die, die anderen Religionen anhangen und die Jesus Christus nicht annehmen als ihren einzigen, alleinigen, persönlichen Erlöser, können, solange wie sie das nicht tun, das Heil nicht erlangen. Das ist kein Geheimnis, wo einige sagen, ja, wir wissen schon, dass jemand, der Christus nicht annimmt, gleichwohl das Heil erlangen kann, aber das ist ein Geheimnis, wie das bei Gott möglich ist. Nein, das ist kein Geheimnis. Die Aussage ist klar und deutlich. Es gibt keinen anderen, durch den wir das Heil erlangen können, als allein durch den Namen Jesu Christi. Und so heißt es hier, wir erlangen, lesen wir es noch einmal. Wir hatten es gerade schon gelesen in 1. Thessaloniker Kapitel 5 und in Vers 9. Gott hat uns dazu bestimmt, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus, der in uns lebt, der seine Gerechtigkeit in uns lebt und durchführt, wenn wir ihn das tun lassen wollen. Durch ihn können wir selig werden. Durch ihn können wir das Heil erlangen, das ewige Leben erhalten. Die Bibel sagt uns also deutlich, dass wir, um vor dem Zorn errettet zu werden, dem Zorn Gottes, um das Heil erlangen zu können, das ewige Leben, da müssen wir gehorsam sein.
Da müssen wir Gott gehorsam sein. Wir können nicht im Ungehorsam leben und meinen, das Heil erlangen zu können. In Apostelgeschichte 4 lesen wir Vers 19. Apostelgeschichte 4 und Vers 19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wenn es zu einem Zwiespalt kommt zwischen Gehorsam Gott gegenüber und Gehorsam dem Menschen gegenüber, müssen wir in jedem Falle Gott gehorchen. Wir müssen Gott gehorchen, sagt hier Petrus ganz eindeutig. Auch in Kapitel 5 und in Vers 29, Apostelgeschichte 5 und in Vers 29, da heißt es: Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und auch in Vers 32 heißt es: Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Nicht nur die an ihn glauben, sondern die ihm gehorchen, die durch ihren Gehorsam, ihren Glauben, ihren wirklichen, praktischen Glauben manifestieren, verdeutlichen, aller Welt zeigen sozusagen. Und Gott gibt uns den Heiligen Geist nur dann, wenn wir bereits vorher schon ihm gezeigt haben, dass wir willens sind, ihm zu gehorchen und ihm auch gehorcht haben, soweit wie wir es vermögen. Wiederum wird vom Gehorsam gesprochen. Apostelgeschichte 6 und Vers 7. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem und es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Also nicht nur, dass sie theoretisch glaubten, sie wurden dem Glauben gehorsam. In Römer Kapitel 1 wird ebenfalls von Paulus deutlich gemacht, dass es nicht nur um theoretischen Glauben gehen kann und schon gar nicht nur um Gnade als Freibrief zur Sünde, sondern schauen wir uns an, was Paulus sagt. Römer Kapitel 1 und Vers 5. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Wir haben die Gnade empfangen, diejenigen, die ordinierte Prediger sind, dies zu tun, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter den Völkern, unter den Nationen, indem dass wir ihnen zeigen, dass wir nach wie vor Gott gehorsam, seinem Gesetz gehorsam sein müssen. Wir lesen dies auch noch einmal in Römer 16 und in Vers 26. Römer 16 und Vers 26. Und Glaube hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man glaubt, dass man Gott gehorsam sein kann und dass es möglich ist und dass mit Gottes Kraft man das auch durchstehen kann. Wenn man zum Beispiel gesagt bekommt, man muss den Sabbat halten, und einige meinen, ja, das kann man aber nicht tun in dieser Zeit, man wird seine Arbeit verlieren, man wird nicht mehr Gelegenheit haben zu arbeiten, man wird kein Geld mehr haben. Was sagt uns Gott? Suche zuerst und trachte zuerst nach Gott und seiner Gerechtigkeit, im Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und dann wird euch alles das gegeben werden, Essen, Nahrung, Arbeit. Gott weiß doch, sagt Christus, dass sie das alles bedürft. Es kommt natürlich darauf an, dass man auch daran glaubt und dass man willens ist, seinen Glauben unter Beweis zu stellen, und dann wird Gott einem helfen. In Römer Kapitel 16, Vers 26. Nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten, ein Geheimnis ist hier davon die Rede, nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Also auch das ist etwas, was Gott heute erwartet, dass seine Prediger dies tun, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. In Römer 15 und Vers 18. Römer 15 und Vers 18. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort
und Werk. Wie kann man alle diese Schriftstellen lesen und meinen, man bräuchte heute Gott nicht mehr gehorsam zu sein? Man bräuchte seinen Geboten, seinen Gesetzen nicht mehr gehorsam zu sein. Immer und immer wieder wird doch das Gegenteil hier in den Schriften klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Römer 16 und Vers 19. Römer 16 und Vers 19. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Und deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Sehr schöne Ausdrucksweise. Weise sein zum Guten, geschieden sein vom Bösen. Der Gehorsam hatte sich manifestiert. Der Gehorsam der Geschwister hier. 2. Korinther, Kapitel 10. 2. Korinther, Kapitel 10, die Verse 5 und 6. 2. Korinther 10 und Vers 5. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken, sogar nicht nur Worte, Denken, in den Gehorsam gegen Christus. Und wenn wir das tun, wenn wir sogar unser Denken mit dem Denken Jesu Christi identifizieren und dann seinen Vorstellungen gehorsam sind, so sind wir bereit, Vers 6, zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Wenn wir in diesem Leben gehorsam sind, dann werden wir zusammen mit Christus, unter Christus, herrschen. Und Christus sagt ja auch, ich werde euch einen eisernen Stab geben, damit die Heiden zu schlagen, mit dem Sinne oder in dem Sinne, dass wir keine Rebellion dulden werden, wie Christus auch keine Rebellion dulden wird. Wenn wir gehorsam sind, dann sind wir in der Lage, in der Zukunft, wenn Christus zurückkommt, nicht vorher, aber wenn Christus zurückkommt, allen Ungehorsam zu strafen. Aber wir müssen uns selbst einmal zunächst qualifizieren dafür. Wir müssen zunächst einmal selbst deutlich machen, dass wir willens sind, Gott gehorsam zu sein. Denn wenn wir selbst nicht gehorsam sind, wie wollen wir dann andere bestrafen dafür, dass sie ebenfalls nicht Gott gehorsam sind? Schauen wir uns 1. Petrus Kapitel 1 an. 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 14. 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 14. Als gehorsame Kinder, sagt Petrus, gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sagt Petrus, wo ihr es besser wisst. Und weil ihr es besser wisst und weil ihr nun wisst, dass ihr Gott gehorsam sein müsst, verfallt nicht wieder in den alten Lebensweg des Ungehorsams und folgt nicht wieder euren Begierden, die ihr abgelegt haben solltet. Und er fährt fort zu sagen in Vers 22, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Auch das ist Teil des Gehorsams. Den Geboten zu folgen, von denen Christus gesprochen hat, als er sagt, haltet meine Gebote und das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und die Liebe tut dem Bösen oder dem Nächsten nichts Böses, somit ist die Liebe, wie wir gesehen hatten, die Erfüllung des Gesetzes. Das Gesetz zeigt uns, wie wir Gott lieben und wie wir den Nächsten lieben. Aber wir müssen diesem Gebot der Liebe gehorsam sein. Auch da gibt es viele Ideen, dass man vielleicht nicht immer diesem Gebot der Liebe gehorsam sein muss. Man kann durchaus seine Feinde im Krieg töten, Menschen, die einem gar nichts getan haben, die wir gar nicht kennen. Das ist nicht sinngemäß dem oder gemäß dem, was uns Gott sagt, wenn er sagt, ihr sollt eure Feinde lieben, ihr sollt Gutes tun denen, die euch hassen, und ihr sollt euch lieben. Ihr sollt die Liebe in eurem Leben manifestieren. 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2 und die Verse 3 bis 5. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält oder es tut, seine Gebote hält, gehorsam ist, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen. Also wie ist die Liebe Gottes in ihnen vollkommen? Wenn sie seine Gebote halten.
Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. In 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 2 und 3. Darin erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und andersherum ist es auch richtig. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir Gottes Kinder lieben. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, heißt es hier, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, denn das ist die Liebe zu Gott, oder besser die Liebe Gottes, die in uns wohnt, die uns gegeben wurde durch den Heiligen Geist, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer, wie ich dies bereits schon mehrfach verdeutlicht habe. Im Anfang vielleicht schon, aber mit der Erfahrung wird man erkennen, dass sie leicht zu halten sind. Wenn die Liebe Gottes in einem wohnt. Kehren wir zum Hebräerbrief zurück. Hebräer Kapitel 3 und Vers 17. Hebräer Kapitel 3 und Vers 17. Er spricht hier von den Israeliten, die nicht ins gelobte Land eingehen konnten. Aber er bezieht das auch auf uns, indem er sagt, es ist ein Gleichnis auch für uns. Und er sagt hier in Hebräer 3 und Vers 17, über wen war Gott zornig 40 Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten? Und Sünde ist Gesetzlosigkeit, Sünde ist Ungerechtigkeit, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wer weiß, Gutes zu tun, es nicht tut, dem ist es Sünde. War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Hier fasst Paulus alle drei Aspekte zusammen. Sündigen bedeutet Unglauben haben, bedeutet ungehorsam sein. Lesen wir es noch einmal. Es ist so wichtig, dies zu verstehen. Über wen war Gott zornig? 40 Jahre lang. Ist Gott über sie zornig? Wenn ja, warum? Es heißt hier, war es nicht über die, die sündigten? Wem schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen würden? Wir können dies auch auf die Ruhe im Millennium beziehen. Wenn nicht den Ungehorsamen. Und wie wir sehen, konnten sie nicht eingehen wegen ihres Unglaubens. Unglaube, Ungehorsam, Sünde. Alle diese Begriffe gehören zusammen. Hebräer 4 und Vers 6. Hebräer 4 und Vers 6. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen. Er spricht hier wiederum von der Ruhe des Millenniums, des tausendjährigen Reiches, das Christus hier errichten wird, wenn er zurückkommt, hier auf Erden. Und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind, und da spricht er jetzt die Israeliten an im Alten Testament, die auch in das gelobte Land, einem Vorläufer des Millenniums, kommen sollten, aber nicht hineingekommen sind. Warum kamen sie nicht hinein? Wegen des Ungehorsams. So bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie er eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört oder hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, damals im Alten Testament, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben, dem Tag der Wiederkunft Christi, wenn alle Menschen in diese Ruhe des Millenniums hineingeführt werden, wenn sie gehorsam sind. Hier wiederum auch wird betont, dass die Israeliten nicht in das gelobte Land eingehen konnten wegen ihres Ungehorsams. In Hebräer, Kapitel 5, Vers 9. Hebräer, Kapitel 5 und Vers 9. Und als er, Jesus Christus, vollendet war, als er alles das getan hatte als Mensch, was er tun musste, als er seinen Auftrag erfüllt hatte, da ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Er ist der Urheber des ewigen Heils geworden für die alle, die ihm gehorsam sind. Wiederum wird es sehr deutlich, dass wir
nicht sagen dürfen, wir leben unter der Gnade, von daher brauchen wir nicht mehr die Gebote zu halten, von daher brauchen wir nicht mehr Gott gehorsam zu sein. Hebräer Kapitel 8, die Verse 10 bis 12. Hebräer Kapitel 8 und die Verse 10 bis 12. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen. Es geht jetzt auch um die Menschen des Alten Testamentes, des Hauses Israel, die gestorben sind. Die werden wieder auferweckt werden in der zweiten Auferstehung. Die werden auch ihre Gelegenheit erhalten. Es heißt hier, ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, von dem Kleinsten an bis zu dem Größten. Vers 12, denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit, ihres Ungehorsams, ihrer Sünden. Und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Dann wird Vergebung angeboten werden, dann werden die Menschen bereuen, dann werden sie die Vergebung erhalten, dann werden sie den Heiligen Geist erhalten. Dadurch wird das Gesetz in ihre Herzen geschrieben werden, dem sie dann folgen werden, wie das heute bei uns bereits schon der Fall sein muss, wenn Gottes Heiliger Geist in uns wohnt. In Hebräer Kapitel 10 lesen wir ebenfalls, angefangen in Vers 15, dass Gott sein Gesetz in die Israeliten geben wird. Und damit wird ihr Herz verändert werden. Das steinerne Herz wird zu einem fleischernen Herz werden. Und sie werden dann Gott gehorsam sein. Ich möchte zum Abschluss noch einige Stellen aus dem Buch der Offenbarung lesen, die uns ebenfalls zeigen, was geschehen wird mit den Gehorsamen und den Ungehorsamen, mit denen, die dem Zorn Gottes entrinnen und mit denen, die nach wie vor den Zorn Gottes über sich schweben haben. Offenbarung, Kapitel 12, und Vers 17. Das ist eine Stelle, die noch geschehen wird, aber die noch stattfinden wird vor, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi. Es geht hier um Mitglieder der Kirche Gottes, aber um solche, die vielleicht nicht unbedingt so zielstrebig waren, dass sie an dem Ort der Sicherheit beschützt werden. Aber gleichwohl wird Folgendes über sie gesagt. Der Drache, Satan der Teufel, der wurde zornig über die Frau, symbolisch für die Kirche, und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Also viele sind am Ort der Sicherheit, aber nicht alle. Aber auch die übrigen von ihrem Geschlecht, die halten Gottes Gebote, wie es heißt, und haben das Zeugnis Jesu. Also die sind auch Teil der Kirche. Die halten die Gebote Gottes, sie sind den Geboten Gottes gehorsam. Aber vielleicht haben sie nicht so die Liebe in sich gehabt oder haben zu dem Zeitpunkt die Liebe Gottes nicht in sich genug, um sie in total richtiger Weise zu halten, diese Gebote Gottes. Aber gleichwohl werden sie von Gott anerkannt und viele werden dann auch zur richtigen Bekehrung kommen. Also nicht, dass sie nicht bekehrt gewesen seien, aber sie werden dann ihre weitere Zielvorrichtung, Zielsetzung weiterhin ausrichten im Hinblick auf das Reich Gottes. Auch hier wiederum wird deutlich, dass sie gehorsam sind, dass wir alle gehorsam sein müssen. Offenbarung Kapitel 14 und Vers 12. Da heißt es, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind, also hier werden die Heiligen definiert, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus, oder besser übersetzt, den Glauben Jesu. Die bewahren den, die bewahren die Gebote Gottes, die halten die. Wenn sie sie nicht halten würden, wären sie nicht Heilige. Offenbarung Kapitel 21 und Vers 27. Offenbarung Kapitel 21 und Vers 27. Nichts Unreines wird hineinkommen in das heilige Jerusalem, wenn es auf der Erde sein wird. Und keiner, der Gräuel tut und lüge,
sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Also diejenigen, die nach wie vor in Sünde leben, die nach wie vor Gott ungehorsam sind, die werden nicht ins Reich Gottes, die werden nicht ins heilige Jerusalem eingehen. In Kapitel 22 und Vers 15. Draußen, also nicht im heiligen Jerusalem, draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und dann auch tun. Die Ungehorsamen, die also nicht willens sind, den Geboten Gottes zu gehorchen. In Offenbarung 22 und Vers 14 lesen wir den Kontrast. Selig sind, die ihre Kleider waschen. Oder wie ich bereits schon das angedeutet habe, es würde besser übersetzt sein, selig sind, die seine Gebote halten. Wie das zum Beispiel auch die alte Lutherbibel so übersetzt hat. Und wenn sie natürlich die Gebote halten, dann waschen sie auch die Kleider im Blut des Lammes, wenn sie gesündigt haben und Vergebung ihrer Sünden erlangen müssen. Also selig sind, die seine Gebote halten, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Auch hier wird wiederum deutlich, dass man die Gebote Gottes halten muss. Kehren wir zur Offenbarung 21 zurück, die Verse 7 und 8. Offenbarung 21 und Vers 7. Wer überwindet, der wird es alles ererben, sagt Gott hier. Wer überwindet? Was überwindet? Nun, die Sünde. Seine eigene menschliche Natur, die einen zur Sünde verleitet. Die Gesellschaft um uns herum, die uns zur Sünde verleitet. Satan, den Teufel, der uns zur Sünde verleitet. Wer überwindet, wer siegreich ist, wer der Sieger ist, wie es auch übersetzt werden kann. Der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber, die zu feige sind, Gottes Gebote zu halten, die zu feige sind, für Gott aufzutreten, zu bekennen, dass sie Gottes Jünger sind, wenn sie dazu befragt werden. Die Feigen aber und die Ungläubigen und die Frevler und die Mörder und die Unzüchtigen und die Zauberer und die Götzendienster und Götzendiener und alle Lügner. Deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Sie werden dem endgültigen Zorn Gottes unterliegen. Und im Feuer verbrannt werden, den zweiten Tod, den ewigen Tod erleiden, von dem es keine Auferstehung mehr geben wird. Die Warnungen sind klar und deutlich hier in der Bibel. Die Entscheidung liegt bei uns. Wollen wir dem glauben, was uns die Bibel lehrt, oder wollen wir denen folgen, die sagen, sie können so leben, wie sie wollen, die Gnade Gottes ist über uns, es macht gar keinen Unterschied, wie sie leben. Offenbarung Kapitel 22 und in Vers 11. Gott lässt uns die Wahl. Gott gibt uns die Wahl. Gott stellt uns vor die Wahl. Er will, dass wir das Leben erwählen. Ewiges Leben erlangen. Er will, dass wir die Sünde ablegen. Uns vom Bösen scheiden. Aber die Wahl liegt bei uns. Kapitel 22, Vers 11. Und er sagt, wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, und Gerechtigkeit beinhaltet das Halten der Gebote Gottes, wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Wiederum, die Wahl steht bei uns. Also schauen wir uns zum Abschluss den nächsten Vers an, Offenbarung Kapitel 22 und in Vers 12. Siehe, ich komme bald. Und obwohl diese Aussage vor fast 2000 Jahren niedergeschrieben wurde, hat sie für uns heute kolossale Bedeutung, da wir die Wiederkunft Jesu Christi genaht sehen. Wenn wir uns die Situation in der Welt anschauen, dann wissen wir, dann sollten wir wissen, dass seine Wiederkunft nicht mehr allzu fern ist. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Wie seine Werke sind. Nicht nur unsere theoretischen Ideen, unsere Diskussionen, wie unsere Werke sind. Wir werden belohnt anhand dessen, wie wir gelebt haben in diesem Leben.
Denken wir daran, dass Jesus Christus bald kommt, um ein Richter zu sein über alle, über Sie und über mich. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.